Es ist der erste milde Freitagfußballabend in diesem Jahr und die gute Botschaft lautet, man werde, so man den Meistertitel schafft, in die Regionalliga aufsteigen, ist von Öder Seite zu hören und das nicht als irgendeine Spielgemeinschaft, sondern als ASK Öd. Mit Bad Leonfelden hat man eben noch eine Rechnung offen. Beim Aufsteiger als Verlierer vom Platz gehen zu müssen, tat dann doch ziemlich weh. Die in Weiß spielenden Gäste mit dem Angriff in der Anfangsminute, aber ein Abschluss schaut anders aus. Öd wiederum versucht es eine Minute später über die rechte Seite. Kovacevic legt den Ball auf für Karatas, dessen Schuss leicht abgefälscht geht drüber. Beim Hinspiel war man ja an den vergebenen Chancen gescheitert, dieses Mal will man es besser machen. Kurt Russ hat wie seine Vorgänger den Auftrag Meistertitel, aktuell schaut es dafür gut aus. Richtig gut funktioniert im Mittelfeld das Zusammenspiel Dino Kovacevic, Bünjamin Karatas. Letzterer Stelle Minute 16 Gästetorhüter Jonas Obereigner auf die Probe, der besteht diese aber mit Bravour. 300 Zuschauer bei, wie schon erwähnt, angenehmem Fußballwetter. Hubert Zauner, seine Mannschaft kann kaum Akzente setzen, ist zumeist mit Defensivarbeit beschäftigt. Und der Tabellenführer kommt aber auch nicht wirklich in den Strafraum. Deshalb versucht man in der ersten halben Stunde das Glück mit Distanzschüssen, so wie hier in Minute 26 Nenad Vitacovic. Die beste Aktion der Sportunion Bad Leonfelden in Halbzeit 1 ist diese in Minute 31. Raduch nimmt Amara im Mittelfeld den Ball ab. Rechts läuft Felix Ratzenböck in Position. In der Mitte unglückliche Abwehr von Radic, aber Kappel kommt nicht an den Ball und so bleibt die erste Spielhälfte torlos. Beim Stand von 0:0 verabschieden sich Öd und Bad Leonfelden in die Kabinen. Zweite Spielhälfte, die Hausherren versuchen es über die rechte Seite. Kovacevic hinaus auf Vidacovic, der mit zwei Haken gegen Weichselbaumer, die Flanke auf den Kopf von Ezequiel und Ciso, wie sie ihn nennen, trifft zum 1:0. Es war Minute 55 und damit scheint der Bann gebrochen. Leonfelden bis dahin ein schwer zu bespielender Gegner, aber Ginonzo Emanuele Zicque macht's mit Köpfchen. Angriffe der Gäste enden jetzt meistens so. Öd verteidigt geschickt und lässt überhaupt nichts zu. In diesem Fall verhindert Kenan Salo einen gefährlichen Konter. Schiedsrichter Andi Feichtinger beendet die Schubserei energisch und im Anschluss auch mit Gelb für Salo. Schon wieder Gefahr für die Gäste aus der Mühlviertler Kurstadt. Man bringt die Kugel einfach nicht aus dem Gefahrenbereich. Und dann, irgendwann, hat Vidacovic den Ball, das Auge für seinen Mittelstürmer und Ezequiel macht das 2:0. Der Nigerianer mit dem Doppelpack in Minute 61. Wieder war Vidacovic der Mann mit dem Assist und erneut zeigt Ciso, dass er, wenn er verletzungsfrei ist, ein absoluter Klassestürmer ist. Und jetzt spielt nur noch Öd. Der Doppelschlag innerhalb von 6 Minuten hat die Vorentscheidung gebracht. Kovacevic, der mir sehr gut gefällt, hat den Blick für Amara, der freilich donnert die Kugel weit drüber. Und für seine Mannschaft ist es jetzt schwer. In der Schlussphase kommt die ASK Öd zu weiteren Möglichkeiten. Vidacovic zum eingewechselten Grasecker. Und der ebenfalls frische Elvir Huskic segelt am Ball vorbei. Jetzt die Nachspielzeit. Leonfelden steht tief. Lukas Paulik mit dem Schuss. Da kann sich Obereigner noch einmal auszeichnen und den Ball über die Querlatte lenken. Damit Ecke, Minute 95. Gaspar Kuritnik tritt sie. Florian Madlmeier und dann steht's 3:0. Der aufgerückte Verteidiger macht den Deckel drauf, denn im Anschluss ist das Match zu Ende. Der ASK Öd gelingt die Revanche für die Herbstniederlage. 3:0 Heimsieg gegen die Sportunion Fortuna Bad Leonfelden. Es war klar, dass ein bisschen ein Geduldsspiel wird heute. Also, aber wichtig war halt für uns, dass die 0 steht. Und es war ähnlich wie im Hinspiel, finde ich. Nur haben halt die 0 gehalten, sage ich mal.
Und ja, man hat es dann gemerkt, nach dem 1-0 ist ja spielerisch ein bisschen besser geworden, nicht mehr so kampfhaft, sage ich mal. Also es war halt einfach schwer und da habe ich gesagt, ja, es gibt auch solche Spiele und nehmen wir mit. Wie gesagt, jetzt sind wir 6 Punkte vorne, das war das Ziel heute, haben wir erreicht und ja, das passt für uns. Sie haben die Räume eingehalten und ja, dann tut man sich trotzdem schwer. Aber ich muss sagen, wir haben trotzdem 3-0 verdient gewonnen und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Abstand ein bisschen vergrößern an die anderen Mannschaften. Ja, was gibt es Schönes? Vor allem in der ersten Halbzeit bin ich schon der Meinung, dass wir eine super Leistung gezeigt haben. Dass man in Nöte die schwerste Aufgabe vor der Brust hat, das haben wir vorher gewusst. Aber ja, es ist dann schon schade, dass man so hoch dann trotzdem verliert, weil ich nicht glaube, dass wir die Niederlage in der Höhe heute verdient haben.